Okay. Also, ihr baut alles auf. Ihr fangt an zu spielen. Es ist für euch sicherlich eine gänzlich neue Erfahrung. Und Klauser hat euch, wie gesagt, vorher noch das Skript gegeben. Und scheint noch ein zweites dabei zu haben für sich. Und ja, nachdem die erste Szene einmal abgedreht worden ist, wird er sich hinter die Kamera stellen und wird sich die Szene mal angucken. Runzelt so ein bisschen die Stirn. Wollte mal gucken, Jungs. Na klar. Na sicher. Lars bleibt hinterm Schlagzeug sitzen und fährt mit den Händen über die Felle von den Trommeln. Die anderen beiden kommen rum. Also die Szene an sich ist nicht schlecht, aber irgendwas stimmt mit dem Farbfilter nicht. Also ich weiß nicht, ob du einen drüber gelegt hattest, aber irgendwie sieht das ein bisschen so aus. In was für einem Ton? Christoph schaut. Warte mal. Das ist, ja, es hat alles so einen leichten Sepia-Stich, so einen leichten Gelbstich. Das ist ein bisschen gelb, ja. Ja, wir drehen hier aber halt kein Country, ne? Das ist Sepia-Scheiße. Ja, das ist mir auch voll auf bewusst, sagt Klaus, ne? Christoph schaut euch an. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kontrolliere nochmal und dann sollte das sicherlich gehen. Also ich ist das ja nicht schlecht und ich meine, es war der erste Versuch. Eben, dann kommen wir auch ein bisschen besser rein. Also ich fühlte mich auch gerade noch nicht so ganz so fit da drin. Irgendwie, es ist halt ungewohnt, so mitten im, ne, auf so Steinen und hast nicht gesehen. Ja, Klaus, können wir gleich an. Ja, du wirkt das auch ein bisschen hölzern. Also es ist nicht, wie gesagt, das vom Grundprinzip her finde ich die Szene so nicht schlecht, aber es war zu erwarten, dass das mehr als einmal gemacht werden muss. Eben. Finde ich auch. Also ist ja alles nicht so schlecht. Ich klopfe Christoph auf die Schulter und so, ja, und das mit dem Filter kriegen wir auch wohin. Ja, gut. Ich war das? Siehste, komm. Ich glaube, wenn. Lars antwortet nicht. Der fährt jetzt mit seinen Händen die Plastikkörper von seinen Trommeln ab. Ja, und sein Musikinstrument. Gott, das könnte auch seine Frau werden. Gut, und ich glaube, wenn ich mich hier vorne hinstelle, was sagst du? Ich stehe auch geil, glaube ich, oder? Nee. Weiter hinten. Meinst du aber, hier mit dem Stein ist halt ziemlich geil, mit dem Bein da drauf, oder mit dem Fuß da drauf und so? Das ist schon, glaube ich, schon ein richtig epischer Moment. Ja, aber dann stehst du ja irgendwie mega weit vorne. Ja, das stimmt, aber gut, das muss man irgendwie. Kann man den Stein darüber drehen? Ich versuche mal den Schwein darüber zu rollen. An meine Position, wo ich vorher war. Ja, siehst du, guck mal hier. Von hier, dann klappt das auch. Siehst du. Und dann schön mit dem Fuß da drauf. Mega. Ja, so muss das. Ich muss auch die Mikros noch ein bisschen umstellen, sagt Laura dann und fummelt dann auch nochmal an eurem Mikrofon rum, stellt die Höhen nochmal ein bisschen anders ein und scheint die Lautstärke auch nochmal ein bisschen zu erhöhen. Jo. Ja, wollen wir dann nochmal? Seid ihr soweit oder wollt ihr erstmal was trinken? Sobald ihr soweit seid. Ich trinke mal noch einen Schluck. Ja dann. Wir fangen wieder an und baller nochmal einen richtig geilen Sound raus. Ihr fangt an. Lars merkt nicht, dass es weitergeht. Ja, dann kriegt Lars einen Rüttler quasi am Kopf. Ey, Junge, geht weiter. Ha? Geht weiter. Womit? Sag mal, schläfst du? Nein. Ja. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Wir machen Take 2. Ja. Ja, siehst du? Geht los. Du musst quasi. Warte doch mal. Cutter, habe ich noch andere Sticks mit?
Da unten im Rucksack, warte, ich komm mal hier runter. Ich brauch andere Sticks. Hab ich die, kannst du schon mal gucken, hab ich die aus dem weicheren Holz, die nicht lackiert sind? Die sind doch noch im Wohnwagen, oder? Nein, ich hatte die kleine Tasche mitgebracht. Wo hattest du die denn hingetan? Ist die auch auf dem Bollerwagen noch? Nee, die, warte mal, da hinten beim Bus, da ist ein kleiner Rucksack und eine Seitentasche. Warte, ich geh mal kurz gucken. Danke dir. Die kommt zurück. Nee, da ist nichts drin. Also, da sind Essstäbchen drin. Aber ich glaube, mit denen wolltest du nicht spielen, oder? So, wollen wir dann nochmal kurz Pause machen und du suchst deine blöden Stäbe da? Nee. Müssen wir nicht. Ich nehme die jetzt ganz kurz. Er geht jetzt zu einer der Stufen und reibt die Lackierung von seinen Sticks. Also nur im vorderen Drittel. Das wird nicht so unendlich lange dauern. Vielleicht 2-3 Minuten. Er guckt dann Daniel einmal so an, so nach dem Motto, hä? Fast. So, Spitze abgebrochen ist aber nicht so schlimm. Er beißt einmal vorne kräftig mit dem Backenzähnen noch ein Stück ab, dass es nicht ganz so spitz ist, damit seine Drums nicht kaputt gehen. Dort, wo die Spitze abgebrochen ist, und dann setzt er sich wieder hinter Schlagzeug. Ja, nice. Haben wir es jetzt. Geil, dann können wir loslegen. Und 1, 2, 3, gib mal den Ton vor. Dann machen wir einen zweiten Take. Ihr macht einen zweiten Take. Und ja, nach ein paar Minuten ist auch der Take im Kasten. Ihr habt das komplette Lied einmal gespielt. Das habt ihr auch beim letzten Mal gemacht. Damit ihr euch dann entsprechend, je nachdem, wie ihr euch das später haben wollt, die Szenen aus dem Lied zusammenschneiden könnt. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Jo, ich guck mir das um. Ja, guck mir das sofort an. Ja, siehst du hier, ich bin viel lockerer diesmal, das ist schon ganz gut. Ich guck auch mit. Ja, dieses Mal ist auch der Filter nicht drin. Der Kameramann sieht etwas verwirrt aus. Ich hab nichts anders gemacht. Lichtverhältnis oder so, keine Ahnung. Vielleicht die Linse falsch drauf gedreht, ich kenne mich mit so einem Scheiß ja nicht aus. Nee, das hat mit der Linse, ach egal, spielt keine Rolle, war jetzt okay. Erst die Frage, nehmen wir jetzt noch ein drittes auf, dann können wir nämlich noch ein paar andere Einstellungen machen. Ich meine, wir wollten ja das Ganze, er schaut Klausen an, naja, das Ganze müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen, dann können wir das aus verschiedenen Winkeln aufnehmen, die Beleuchtung nochmal ein bisschen ändern und dann können wir uns die Szenen halt entsprechend aussuchen, ne? Ja, das finde ich cool. Na dann? Was ihr euch noch überlegen könnt, ist, ob ihr vielleicht irgendwie, keine Ahnung, naja, so wie ihr das halt auf den Konzerten macht, mal ein bisschen mehr Action noch macht irgendwie. Also, ich meine, bringt ja auch nichts, wenn ihr hinter euren Instrumenten steht und... Jo, klar. Macht ihr auf den Konzerten ja auch nicht. Nee. Fürs Feeling. Jo, das, ich denke, das ist gut. Cool. Machen wir mal richtig auf die Kacke, ne? Eben. Ah, Moment, sagt Laura irgendwie ein paar Minuten später. Läuft nochmal zu deinem Mikrofon, Lukas. Hä? Was denn? Sie spult das Band zurück. Und lässt das nochmal abspielen. Sie hat den Ton jetzt auch laut gemacht. Und die Instrumente sind so, wie sie sein sollen. Das Lied, das du singst oder das man dort hört, ist aber ein anderes. Ha? Ein völlig anderes. Mit Lukas Stimme? Euch. Bitte? Mit Lukas Stimme? Ist Lukas Stimme, ist aber nicht mal von euch. Junge, Lukas, was hast du da gesungen? Das ist eine völlig andere Band. Was? Du sollst unsere Lieder singen, Junge.
Ich hab unser Lied gesungen, du hast das doch gehört, du standst direkt hinter mir. Ich habe ehrlich gesagt voll auf das, ja, auf das Feeling geachtet. Ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was du getan hast. Kennt ihr dieses Lied, was wir da hören, liebe Freunde? Ihr kennt das alle. Das ist eine Band, die euch auf verschiedenen kleineren Konzerten, was mal begegnet ist. Die ist, ist größer als ihr seid. Auch berühmter, etwas berühmter als ihr seid. Nicht ganz das gleiche Genre, aber ähnlich. Auch eine Metalband. Trollhunter. Ja, das ist richtig. Etwas andere Band, du. Die sind der Fuhr. Weißt du? Aber du hast doch zugehört. Ich hab doch das richtige Lied gesungen. Doch nicht, ja, nicht, dass Lukas was dafür kann. Ja, natürlich kann er dafür. Nein, er kann nicht dafür. Wir hätten bei dem Drehort vielleicht bedenken sollen, dass wir nicht unsere Musik in einen fremden Organismus einspeisen können. Was? Wie kann ich denn dir das jetzt erklären? Das ist eine gute Frage. Wenn deine Alte schwanger ist, von jemand anderem, sagen wir mal dem Postboten, und du spritzt nochmal in die Reihen, wird daraus trotzdem nicht dein Kind. Verstehe gar nichts mehr. Die Musik hier lebt und wir versuchen jetzt, dieses Leben umzuformen. Alter, ich habe kein anderes Lied gesungen. Hast du auch nicht. Du hast unser Lied gesungen, aber das lässt dieser Ort nicht zu. Was? Was willst du? Was lachst du denn für eine Scheiße? Merkst du dir eigentlich überhaupt irgendwas? Komm da mal her, fass doch mal meine scheiß Drums an. Dann fass mal auf die Drums drauf. Packt eure Hände und legt sie sanft da drauf. Fühlt ihr das? Die Drums sind warm. Fühlt ihr den Herzschlag? Nee, aber sie sind warm. Hast ganz schön draufgehämmert, ne? Pause. Ihr fühlt das nicht? Das ist der Puls dieses Ortes. Er zieht die Hand weg, Pause. Ich mach mal einen Spaziergang. Bleibst schön hier. Nein, ich mache jetzt einen Spaziergang. Du bleibst schön hier. Jungs, habt ihr gekifft? Sagt Klausner. Ich hoffe, die hätten gekifft, aber sie sind völlig unentspannt. Ich habe nicht gekifft. Wir haben doch die Videoaufnahme. So, da müssten doch jetzt die Lippen asynchron sein, weil er unser Lied gesungen hat und es kommt ein anderes raus. Das müsste man doch sehen können, oder? Mal zurück. Wenn man das gleichzeitig laufen lässt, ist das ja kein Problem. Ja. Naja, und dann sieht man doch, dass er nichts dafür kann. Dass wir nicht bekifft sind. Machen wir einfach einen neuen Take, jeder hält sich ein Skript und dann ist gut. Ich meine, du glaubst ja nicht, Klausi, dass er plötzlich ein anderes Lied singt. Von so einer Kackband wie Trollhunter. Ich meine, komm, Trollhunter. Sind schon gar nicht so schlecht. Oh, bitte hör doch mal auf, so nett zu jedem zu sein. Die sind nicht hier. Ja, aber die haben aber ziemlich coole Riffs an einigen Liedern. Ich finde die auch ganz cool, aber davon mal abgesehen... Aber gemerkt, du hast das gut gesungen. Hab das nicht gesungen. Ja, sag mal, rede ich eigentlich Chinesisch? Mach doch mal Sound und Kamera jetzt gleichzeitig. Guck dir das doch mal an, Clojie. Das müssen wir später, also wir können es versuchen. Ist doch egal jetzt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen dritten Take und dann. Wir wollen ja sowieso mit anderen Aufnahmen machen, mit anderen hier Perspektiven machen, ne? Wenn die Kamera nochmal dasteht, glaube ich, war das geplant, ne? Ja, ich. Also aktuell wirkt das für mich, als würde das Equipment nicht anständig funktionieren. Ja, Leute, wir sind alle bescheuert. Warum bin ich denn der Einzige, der denken kann? Wir brauchen noch den Sound überhaupt nicht. Was wir hören, ist doch völlig egal, kommt ja eh unser Lied drüber. So, wenn seine Lippen
mit unserem Text übereinstimmen. Ist doch scheißegal, was auf der Sounddatei ist. Eben. Also stimmen seine Lippen, ist jetzt die Frage. Oder sieht man ihn auch was anderes singen? Ja, dann schreiben wir seine Lippen halt nicht so groß. Könnt ihr das jetzt nicht irgendwie mal nachgucken? Warte, Laura wurschtelt da ein bisschen rum. Der Christoph schiebt Laura von der Kamera. Jetzt lass das doch mal! Und spult dann zurück und zeigt euch nochmal die Aufnahme, zoomt auch ein bisschen ran. Die Lippenbewegungen sind einwandfrei, also zumindest soweit ihr das überhaupt beurteilen könnt. What? Siehst du? Alles easy. Alles easy? Obwohl, irgendwie passt das nicht. Ja, das passt überhaupt nicht! Naja, vielleicht sind die Mondbewegungen bei den beiden Liedern fast gleich, also... Nein! Ja, was soll das denn sonst sein? Wir machen einfach einen anderen Take. Gehen mal eine rauchen und ihr kaspert euch mal aus und dann sehen wir uns gleich. Ja, Klausner ist... und geht dann auch die Treppe runter. Klausi! Er dreht sich um. Tut mir leid. Was? Ich war einfach ein Vollidiot. Tu mir einen Gefallen. Nimm's es so an und wir verwurschteln uns nicht in irgendwelche Scheiße, die dann unfassbar nervig wird. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass es mir leid tut. Er schaut dich etwas befremdet an. Keine Klar? Sorge, ich hab dir keinen Kakao in die Scheibenwischanlage gefüllt oder so. Sicher? Klar. Gut. Alles gut. Ich geh mal. Mach mal. Ich weiß, war verstörend. Ich dreh mich dann jetzt zu Lars und Dings. Der will uns doch verarschen. Glaube ich nicht. Weißt du was? Ich glaube, ich lag falsch und der Typ ist überhaupt kein Wichser. Was denn? Der Typ ist kein Wichser. Hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Alles easy. Wir machen jetzt unseren zweiten, dritten Teil. Fühlt ihr euch genauso wie vorher? Seid ihr irgendwie... Ja, sicher. Erstens... Gib mir bitte deinen Bass. Sicher, hier. So, zwei Sachen jetzt, bevor ihr hier irgendwie lustig Instrumente tauscht. Lars fängt an, Bass zu spielen. Das ist scheiße und er zeigt auf die Drums. Und das da mit dem Mikrofon ist noch viel beschissener. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie kannst du das einfach so hinnehmen? Naja, es hat ja irgendwie, also keine Ahnung, was das ist, darüber will ich mir aber gerade keine Gedanken machen. Das Problem ist, dass eure beiden Instrumente sind elektronisch. Ich habe was Echtes. Was ihr braucht, sind echte Gitarren und ein echter Bass irgendwie mit einem Hohlkörper, mit einem akustischen Raum. Willst du denn mit akustischen Raum? Mit einem... Nein, Akustik-Gitarre aber ihr fühlen, ihr würdet die Musik merken, ihr würdet merken, dass sie euch... Ja? Kann ich nicht erklären, aber eure Instrumente sind völlig normal, weil sie eben artifiziell sind. Das ist nicht echt. Aber das hier, und er tritt einigermaßen stark gegen die Steinwand, das ist halt echt, verstehst du? Sag mal. Die Pause, die wir gemacht haben, ne? Du kannst halt kein Stück Plastik in die Wiese schieben, verstehst du? Ja doch. Die Pause, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, ne? Bist du dir ganz sicher, dass das... Wegen dem war, was du uns gesagt hast. Lukas, hast du gemerkt, dass meine Drums anders waren als vorher? Nein. Sie waren nicht warm. Ja, die waren... Das ist komisch, weil du nämlich gesagt hast, dass sie warm sind. Ja, die sind auch warm gewesen. Okay. Solange die Gesetze der Physik gelten, werden sie nicht durch mein Spiel erwärmt. Vielleicht Sonneneinstrahlung. Ich stehe im Schatten wegen der Mauer. Und es ist kalt hier. What? Lukas guckt sich um. Bemerkt eine Bewegung im Schatten. Habt ihr die Katze da auch gesehen?
Die klingt irgendwie krank. Ich geh dahin. Aus dem Schatten schleppt sich eine etwas größere Katze heraus, eine schwarze Katze. Sie scheint mindestens ein gebrochenes Bein zu haben. Das Fell ist an vielen Stellen aufgerissen, blutverklebt. Sie wirkt unheimlich geschunden. Alter. Weg, weg. Er weicht dann auch zurück. Lars ist fies zu der Katze und hieß sie hoch. Das ist tollwütig. Sei vorsichtig mit der Katze. Nicht, dass wir dich irgendwie noch mit einer Bisswunde oder so ins Krankenhaus bringen müssen. Vorsichtig, weil sie ja mindestens ein gebrochenes Bein hat. Schmeiß das Vieh weg. Ich glaub, der Lars geht damit zu dem Schlagzeug. Ich glaube, da kannst du besser einen Nahenschuss geben. Sag mal. Er schraubt oben, also macht das mal das Fell los und schraubt dann den Deckel mit dem Fell ab und legt die Katze da rein. Was hast du jetzt vor? Macht er den Deckel wieder fest. Dann fängt er an zu spielen. Ey, Alter! Langsam und vorsichtig, ganz sachte. Ja, ich nehme dir die Mann! Du kannst. Ich heile. Ja, nie ist klar. Okay, weißt du was? Du schürst ihre Hände in ihre Ohren. Wenn ich dir jetzt eins sage, wenn ich eins nicht ab kann, ja, dann ist es die Klangschalenfraktion. Und du machst gerade ein. Bin gleich fertig. Nein, du hast keine Sticks mehr in der Hand. Ich nehme dir sie weg. Ich habe ja noch Hände. Lass die Scheiße, weil du zerstörst das Trommelfell von der Katze. Dann wird er jetzt wieder den Deckel entfernen und die Katze rausnehmen. Sie, das bisschen Kraft, was noch in ihrem Körper zu wohnen scheint, versucht panisch aus dieser Trommel herauszukommen, als du die, als du dieses Fell da oben drüber wieder abschraubst, auch wenn ihr das nur sehr leidlich gelingt, denn sie sieht sie ja nicht mehr alle in keinster Weise besser aus, sondern eher noch schlimmer, vermutlich, weil sie auf jedem nur erdenklichen Wege versucht hat, aus dieser Trommel wieder herauszukommen. Das setzt sie dann vorsichtig am Boden ab, ne? Du Arschloch, ey. Sie taumelt noch ein paar Schritte weiter und bricht dann zusammen. Toll, jetzt im Schatten der Steine. Man sieht sie fast nicht mehr. Mach die mal weg, Daniel. Wieso ich? Mach die doch mal weg jetzt. Die kann nicht im Hintergrund liegen. Ja. Lars, warum hast du die umgebracht? Was ist eigentlich falsch mit dir? Ich nehme einen Stock und stupse die an. Keine Regung. Ja, dann schub ich die quasi runter. Ihr seid doch bekloppt, wirklich. Ja, die ist tot. Dann kann die jetzt auch da hinten liegen und vergammeln. Guck dann auch wirklich Lars an. Sag mal, bei dir brennt aber langsam auch echt irgendwie die Sicherung durch. Kann das sein? Kloppt beide, ey, wirklich. Wieso ich? Ja, das ist ja der komische Typ. Ach. Ja, genau. So, und jetzt, würde ich sagen, Pause vorbei und, machen unseren Tape. Wir müssen hier schließlich noch was schaffen. Der macht jetzt hier die Katze platt und du machst einfach einen auf. Ja, okay. Was sollen wir denn machen jetzt? Ist doch egal, wir ignorieren das jetzt einfach und dann, Ich hab echt keinen Bock mehr, wirklich. Ey, Lars, chill mal, wirklich. Was ist denn los mit dir? Kannst du nicht einfach die Katze quälen? Was heißt denn? Das heißt... Glatt?
dass ich nicht versuchen werde, dir das zu erklären. Nee, das wäre vielleicht auch besser so, weil ich glaube, das kannst du nicht erklären. Das war echt abgefuckt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube... Die Welt ist abgefuckt. Ja, also ganz ehrlich, wenn das hier alles vorbei ist, solltest du das vielleicht einem Psychologen erklären oder so. Psychologen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem davor, ne? Als wir die Pause gemacht haben, ob das da tatsächlich das war, was du gesagt hast. Was willst du denn andeuten? War so zufällig irgendwie, weiß ich nicht, in einer Klapse oder so? Klar, war ich. Auf jetzt. Ja, na klar, war ich. Er guckt den Daniel an, der ist doch komplett bekloppt. Ich habe nämlich den ganzen Tag Hundewelpen ertränkt, aber nur die, die bei den Hundekämpfen, die ich in meinem Keller abgehalten habe, nicht verreckt sind. Außerdem hatte ich laufend Sex mit meiner Mutter und deswegen brauchte ich dringend psychologische Unterstützung. Ja, ist auch vollkommen egal jetzt. Ja, ganz ehrlich, Lars, lass gut sein. Und Lukas, Entschuldigung. Wir machen jetzt unseren Take und dann ist gut. Schlecken-Take, ey, wirklich. Ja, ohne Scheiß, du bist schon die ganze Zeit so negativ. Was hast du eigentlich dagegen? Ich bin negativ. Ja, du er dreht durch und du willst einfach weitermachen. Ja, will ich. Aber du bist die ganze Zeit schon irgendwie so voll dagegen, gegen den Take. Keine Ahnung, ich finde das alles komisch. Die checken ihre Equipments nicht anständig. Er macht da irgendwie komischen Kram. Die Kameralinse wird zerkratzt. Was denn noch? Würde mich nicht wundern, wenn du die Kameralinse zerkratzt hast. Wieso sollte ich das tun? Ohne nicht Scheiß. Du. Ich. Ja. Warum? Keine Ahnung, weil du schon die ganze Zeit komisch drauf bist. Ach so. Leute, ganz ehrlich, Anschuldigung ginge, keiner von uns würde das machen. Ganz ehrlich, keiner Daniel, von uns hat so einen Schuss. Daniel, du findest, dass das, was ich mit der Katze gemacht habe, furchtbar war, nicht wahr? Ja. Und dennoch bist du bereit, sofort weiterzudrehen. Das alles ist eigentlich völlig egal. Dass Lukas was singt, was am Ende überhaupt nicht auf der Audioaufnahme ist. Völlig egal. Dass irgendwas mit meinen Drums komisch ist, ist völlig egal. Warum bist du denn so erpicht darauf? Was ist denn so zwingend, dass dir alles völlig egal ist? Mir ist das nicht alles völlig egal. Ich will einfach nur, dass wir weiterkommen, weil wir haben unser ganzes scheiß Geld investiert und wenn das hier nicht fertig wird, dann haben wir echt Probleme. Es geht ja nicht ums Geld. Nee, es geht um unsere Band und unsere Zukunft, richtig. Du bist also bereit dafür, eine Zukunft zu haben mit dir, einer Band, wo einer in deinen Augen eine Katze furchtbar gequält hat. Warum ist dir dieser Dreh denn so wichtig, dass du das in Kauf nehmen würdest? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum du so abdrehst. Aber ja, mir ist das gerade wichtig. Und ganz ehrlich, wir sollten darüber echt noch reden, warum du eine Katze quälst. Aber okay. Aber wir sollten erstmal diesen Dreh zu Ende bringen, weil du dir was davon erhoffst, was so wichtig ist. Eine Zukunft? Was denkst du denn? Ja, Muttis Reserven halten nicht ewig, ne? Eben, so. Das heißt, du bist ein ganz furchtbarer Soziopath, weil dir deine Zukunft am Ende wichtiger ist als das Leben dieses Viechs, nicht wahr? Denn du würdest ja diese Zukunft mit mir weitergestalten. Das sagt ja der Richtige. Genau, also ganz ehrlich. Ich habe versucht, beide sie zu heilen. Bekloppt? Ja, nee. Zu heilen? Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Ihr seid doch komplett bescheuert. Können wir beide. Können wir diese Diskussion Du scheißt einfach auf alles. Tag Hauptsache, machen? Das läuft dir. Du sagst sowieso zu allem Ja und Arm, oh, the take is cool, the take is cool. Man darf nicht mal Nachfragen stellen, ohne hier gleich ins Kreuzfeuer genommen zu werden. Und du tötest Katzen. Ich will da überhaupt gar nicht drüber nachdenken, dass ihr hier gerade... Ihr habt ja recht, du tötest Katzen, aber ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ist mir scheißegal gerade. Warum auch immer du so... Wenn es dir scheißegal ist, dann spiel dich auch nicht als Moralapostel auf, tu mir den Gefallen. Und erzähl nichts von Dingen, von denen du sowieso keine Ahnung hast. Ja, können wir jetzt unseren Take machen?
Ich gehe jetzt eine rauchen. Ja, mach das. Und dann kommst du gleich wieder oder machen wir einen Take? Ja. Geht dann die Treppe runter durchs Absperrband, holt die Camel-Packung raus und gib ihm. Ja, die andere Gruppe steht auch. Er stellt sich dann mal zu denen. Oder würde mal dazu kommen, hey. Na, habt ihr euch beruhigt, meint Laura. Pff, mehr oder weniger. Lars hat gerade eine Katze getötet. Was? Ja, da lief oben eine Katze rum und er hat die in sein komisches Gerät da, in seine Trommel gesteckt und hat dann angefangen, wie ein Bekloppter zu spielen. Die ist gerade abtrampampelt. Ich weiß nicht, der dreht Katze. Da oben lief eine Katze rum. Irgend so ein schwarzes Katzenvieh. Die sah aus, als hätte die Tollwut oder sowas. Komplett zerledert. Eine Katze? Ja, die liegt jetzt unten. Vor der Burg. Auf der anderen Seite. Hey, Jungschen, da war keine Katze. Ich war doch da oben. Ja, jetzt gerade eben. Als ihr unten wart. Keine Ahnung, wo die herkam, aber die Viecher können ja klettern und sowas. Was hat Lars mit der gemacht? Er hat die in seinen, in seine Trommel gesteckt und hat dann angefangen, da drauf rumzuspielen wie ein Besenkter. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Der dreht gerade komplett frei. Das muss die Bergluft sein. Ist er vielleicht auf irgendeinem Trip hängen geblieben? Keine Ahnung, man sollte vielleicht mal seine Sachen checken, ob der irgendwas mit hat. Na, ich werde garantiert nie meine Sachen checken. Also, darf ich überhaupt nicht. Darfst du auch nicht. Nee, aber du könntest ja vielleicht... Ich? Nee, nein, du, nicht, ich bin nicht, da nicht. Raus. Warte mal. Wir sind doch jetzt alle hier und wenn wir drehen... Erst mal nach dieser Katze gucken. Jetzt warte doch mal kurz. Wieso ist doch die? Wenn wir jetzt hier gerade spielen, dann kann doch irgendwie einer vom Team mal ganz kurz gucken, ob der sich da irgendwie was reinpfeift nebenbei. Nee. Du pass mal das auf. Müssen wir doch wissen. Du bist doch gefährlich. Sein Kumpel. Also, du musst doch wohl wissen, was mit dem abgeht. Nee, woher denn? Der ist noch nicht lange so komisch. Na, was weiß ich denn? Vielleicht ist der auf irgendeinem Scheiß hängen geblieben. Ey, zieh mich da nicht mit rein. Wenn, dann machst du deine Scheiße alleine. Ja, entschuldige bitte. Das war jetzt nur ein Vorschlag. Es geht ja jetzt auch hier um was uns allen was bringen soll, oder nicht? Ja. Und ich soll deine Drecksarbeit machen, oder was? Das hat nichts mit Drecksarbeit zu tun. Doch, hat es. Da kannst du dich mal schön selbst drum kümmern. Ja, entschuldige bitte. War ja nur ein Vorschlag. Frag doch deinen Kollegen. Ja, bei mir kriegt das mit, wenn ich dahin gehe. Ich meinte ja nur, während er hier gerade beschäftigt ist, hätte man durchaus. Ja, meinst du, ich latsche jetzt zurück? Ja, nicht du. Ja, wer denn vom Team? Vom Team? Wird doch sonst auch jeder benötigt. Okay, Kata schaut zwischen euch hin und her. Glaubst du, dass, also, ich meine, Lukas hat doch nie irgendwas, Entschuldigung, jetzt komme ich schon, Lars hat doch nie irgendwas genommen. Also, der war doch eigentlich immer von euch allen am... Keine Ahnung. Aber wenn, dann sollten wir das wissen. Naja, aber... Er hat doch eigentlich nie, also... Ja, er hat nie, es wohnt aber nicht in der Wirtni-Straße. Ja, das ist richtig, Lukas, aber wenn dann, also... Ich... Ich sag ja nur, dass es sinnvoll wäre, ja, weil aber dann wenn, guck doch selbst. Wie gesagt, bei mir kriegt er das mit und so wie die Stimmung aktuell ist, dann dreht das hier komplett frei. Na, dann sagst du Daniel, er soll mal kurz irgendwie, soll mit ihm mal irgendwo hingehen und dann guckst du halt. Du weißt doch auch eher, wo er es hintun würde. Dann machen wir das aber morgen. Ja, ist vielleicht besser. Vielleicht hat er sich bis dahin auch wieder beruhigt.
Na, hoffen wir mal. Scheiße. Wollen wir jetzt weitermachen? Fragt Katha. Warte, ich rauche noch auf. Und er guckt dabei Katha so ein bisschen sorgevoll an. Genau. Ja, und dann gehen alle wieder hinauf und ihr könnt noch ein oder zwei Takes oder auch drei oder vier diesmal ungestört aufnehmen. Das ist entspannt. Daniel ist ein bisschen beruhigter jetzt. Und ich muss mal ganz kurz mein Stromkabel holen, sonst ist mein Laptop nämlich gleich aus. Yay. Jo. Fühlt euch frei, weiterzumachen, wenn ihr wollt. Oh. Kommt dann wieder hoch. Jo. Heieiei. Ist mit der Katze echt nicht in Ordnung. Nicht nur mit der Katze. Ja, Hauptsache wir können gleich ein bisschen. Ne, und dann ist das alles wieder gut. Du bist ein kleiner, dreckiger, verlogener Heuchler, Daniel. Was, wieso? Ich habe dir die Gründe vorhin schon genannt. Entschuldigung, dass ich etwas irritiert war, als du Katzen getötet hast. Ja, was genau. Das fandest du ja ach so schlimm, aber ja, Hauptsache wir können jetzt noch ein bisschen spielen, dann ist das alles wieder okay. Hab da einfach mal eine Meinung, die über ich will nett zu allen sein und das muss hier irgendwie klappen hinausgeht. Es tut mir leid, es ist mir wichtig, dass es uns in der Zukunft besser geht. Gut, wenn das deine Meinung ist, dann ignoriere jetzt einfach dieses verranzte Vieh und halt die Fresse. Ja, vielleicht solltest du auch damit besser geht, vielleicht mal mit Psychologen darüber reden. Nein. Was du nicht verstehst, ist, dass es genau zwei Möglichkeiten gibt. Es war so schlimm, dass du jetzt gehst, weil du nichts mehr mit mir zu tun haben willst und denkst, dass ich Hilfe brauche. Oder du hältst dein Maul, weil das hier das Wichtigste von allen ist. Also ich denke, du brauchst Hilfe. Gut, da hat wenigstens mal eine Meinung, aber er geht auch nicht, weil er immer noch eine kleine Pussy ist. Ich finde, wir sind so lange so gut miteinander befreundet, dass... Nein, ich will nicht, dass du gehst, aber auch geht du niemand. Bist ein kleiner, dreckiger Heuchler. Warum bin ich ein Heuchler? Ich möchte, dass das hier gut wird. Eben. Wir wollen alle drei, dass es hier richtig gut wird. Nein, du möchtest es einfach schnell hinter dich bringen. Nee, ich möchte, dass es vernünftig und super läuft. Und deswegen dass es dann sagst alles du dir am Arm zu allen und wirfst mir vor, dass ich mir Gedanken mache. Ich werfe dir nicht vor, dass du dir Gedanken machst. Ich finde einfach nur, dass du dir zu viele Gedanken machst. Das ist halt, wir haben schon Sachen besprochen und die sind... Das ist unser erster großer Schritt. Ja, ich bin froh, dass du dir Gedanken machst. So. Aber wir haben viele Sachen schon besprochen und die müssen wir nicht nochmal durchkommen. Wenn das gut ankommt, dann wird das unser... Nee, dann haben wir es nicht geschafft. Dann fängt es erst an. Aber davon mal abgesehen, ist das, wenn es bekannt wird... Was die Leute mit uns identifizieren, was unser Profil ist. Deswegen, wenn wir einfach nur sagen, ja, Klaus, na bitte, genau das. Nehmen wir eine Vision von jemandem an, der keine Ahnung hat, was wir die letzten Jahre so gemacht haben oder was wir uns eigentlich vorstellen, außer das, was wir kurzfristig beschlossen haben. Und deswegen... Dass wir die letzten drei Monate kurzfristig beschlossen haben. Ja, aber du weißt genau, was ich meine. Deswegen möchte ich nicht, dass es scheiße wird. Wir drehen aber auch nichts für Cannes. Wir drehen ein bekacktes Video für ein Metal-Video. Die sind alle gleich und das ist nie ein Problem. Am Ende geht es um die Scheißmusik. Eben. So, und unsere Musik ist geil. So. Ja. Wir haben das Skript schon seit drei Monaten durchbesprochen. Wir sind da echt häufig durchgegangen. Das heißt, das war das, was ich meinte. So, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal durchkauen. Das haben wir die letzten drei Monate gemacht. Möchten wir jetzt das Standard-Metal-Video mit dem zwar guten, aber doch auch textlich sehr standardmäßigen Song rauskloppen und einfach der weitere Haufen sein? Oder wollen wir ein bisschen was anders machen? Lukas, die Diskussion hatten wir schon. Das ist der bekannteste, also das ist der beste Song und der Song, den am meisten von unserem Publikum geliebt wird. Ja. Den sollten wir verfilmen. Ja. Ja,
Darauf haben wir uns geeinigt. Deswegen machen wir den jetzt gerade. Diese Diskussion hatten wir ja schon die letzten 3 Monate. Und darauf hatten wir uns geeinigt, dass das alles so läuft. Jetzt brauchen wir es ja nicht nochmal dieselbe Diskussion. Ich habe nachgegeben. Du hast was? Ich habe nachgegeben. Genau, du eben. Hast nachgegeben. Siehst du, das ist jetzt vorbei. Das ist nicht, dass ich glücklich damit bin. Nee, aber das meine ich ja. Es ist ja okay, es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ne? Weißt du, was das Problem ist, Lukas? Dass die Menschen glücklich sein wollen. Ziel ist es, zufrieden zu sein. Glück ist genauso bescheuert wie Liebe. Du wirst es nie haben, jedenfalls nicht länger als 3-4 Sekunden. Zufrieden. Wir wollen zufrieden sein, nicht glücklich. Das wird sowieso nichts. Bin ich glücklich mit Banefire? Nee. Ich bin zufrieden damit. Das ist okay. Bin ich glücklich mit meinem Leben? Fuck nein. Aber ist okay, ich bin zufrieden. Siehste, so, und jetzt, ne? Ziehen wir jetzt nochmal Banefire nochmal noch 2-3 Tags durch und dann gehen wir im nächsten Lied. Außerdem ist das alles wieder so zweitrangig. Das sind alles so Diskussionen, die nirgendwo hinführen. Die Frage ist doch, wenn wir jetzt gleich weitermachen, was wird überhaupt auf der Sounddatei kommen? Darauf bin ich viel mehr gespannt. Schon. Also ziehen wir es doch einfach durch. Eben. Wie schon erwähnt, ihr könnt jetzt ein paar Takes ungestört drehen. Ihr werdet das Lied noch ein paar Mal durchspielen. Das Equipment wird zwischendurch nochmal umgebaut, sodass die Beleuchtung eine andere ist. Es gibt verschiedene Kameraeinstellungen. Keines der Szenen ist perfekt, aber dafür macht man ja mehrere Takes. Zumindest wird euch das Klausner später so sagen. Und nach einigen, man könnte fast sagen, weiteren Stunden. Es ist jetzt mittlerweile Nachmittag, früher Nachmittag, also so 2 Uhr. Meint er dann. So. Die nächsten Szenen im Keller. Okay. Aber vorher gibt's Mittagspause, wa? Ja, würde ich auch sagen. Schön. Lass das Equipment hier oben stehen. Ja, es sieht nicht nach Regen aus, oder? Na, ich würde eher sagen, wir räumen es jetzt schon mal runter, denn wir müssen es hinterher in den Keller schaffen. Ja, oder so. Na, dann können wir es auch direkt in den Keller schaffen, oder? Ja. Ja, ihr packt alles zusammen. Lars wird es versuchen, so einzufädeln, dass irgendjemand außer den dreien seine Drums mitnimmt. Zumindest ein Teil davon. Na, Kata macht das. Sonst. Reagiert die irgendwie? Nee. Okay. Ihr geht die Treppen runter. Der Keller ist für Besucher geöffnet. Ihr habt dort einen längeren Gang. Dort gehen einige Räume ab, die meisten ohne Türen. Das waren höchstwahrscheinlich Lagerräume. 2 vergitterte Türen gibt es. Das müssen wohl Zellen gewesen sein. Hinter einer dieser Türen ist auch noch ehemalige Utensilien, die man in irgendeiner Form mit Gefangenen in Verbindung bringen kann. Dort befinden sich noch Ketten in der Wand und all solche Dinge. In einem anderen Raum ist ein großer Waschzuber. Und ihr könnt auch erkennen, dass es von diesem Keller aus eine Tür hinaus gibt. Die ist allerdings verschlossen. Und sieht auch nicht so aus, als könnte man sie noch in irgendeiner Form nutzen, denn sie ist von innen mit einem Eisengitter versehen, also so eine Art Fallgitter, und die schwere Holztür ist dann draußen von außen ersichtlich.
In einen dieser Räume, dieser Steinräume, bringt ihr dann euer Equipment. Ich würde sagen, den Kerker, ne? Mit den Ketten, das kommt cool. Das war zumindest geplant. Aber in dem Raum davor wird es erstmal alles abgestellt, ehe man dann alles richtig aufbaut. Und Kata war in der Zwischenzeit nochmal beim Camp und während ihr noch gedreht habt und hat den Grill geholt. Auf einem Bollerwagen hat die Grillkohle geholt und hat ein paar Flaschen Bier geholt. Und wenn ihr wieder runterkommt, hat sie den Grill auch schon angezündet. Und es liegen die Grillfackeln darauf, auf die Lukas so lange gewartet hat. Nice. Nice. Sie hat zusätzlich dazu ein paar so ein paar größere Dosen mit Kartoffelsalat und all solchen Sachen geöffnet. Alles, was man so mitnehmen kann und das unproblematisch ist. Laura? Hm? Wie viel Akkus haben wir mit? Reicht das noch bis heute Abend oder wie lange der Dreh geplant ist und darüber hinaus? Na klar. Ich würde mir gerne mal die eine Sounddatei anhören. Mit Trollhand dort drauf. Mit Kopfhörern. Nicht, dass uns da noch Strom ausgeht, meine ich. Nee, die kannst du dann heute Abend hören, wenn wir dann da sind. Ich würde die gerne jetzt hören. Wenn du sagst, ist nicht, dann sage ich ja scheiße. Dann sag mal ja scheiße, denn jetzt habe ich eigentlich keinen Bock, dass du an mein Zeug rangehst alleine. Ja scheiße. Ja. Ja, Daniel macht sich erstmal ein Bier auf. So, will noch jemand Bier? Ja, viele, gib mir ja. Viele Arme erheben sich. Ja, dann hat halt ja munter genommen Bier. So, dann, ne? Ich würde sagen. Was haben wir denn? Was haben wir denn für Bier? Dasselbe wie gestern, mein Freund. Das Bier, was ihr immer im Probenraum habt. Hatten wir irgendwie festgelegt, wo wir herkamen? Was nicht, Hannover oder sowas? Bitte dich. Nee, es war aber war es nicht irgendwas in Niedersachsen? Ich dachte, wir waren in Norddeutschland oder irgend sowas, ne? Scheiße. Ich hab's vergessen, egal. Ich hasse mir auch. Nee, doch, hier steht's. Bremen. Bremen, oh Gott, dann haben wir Becks. Scheiße. Becks. Ist ja wieder. Das Leute, Gute. Wir haben trotzdem kein Becks. Also wir haben Bier da, oder? Also alkoholfrei ist auch, aber wir haben doch kein Becks. Astra? Ja, dann eher so ein Astra. Oder Hakebeck. Oder Schäfer. Efflens. Efflens, ja. Ja, komm, Efflens. Jefer. Sowas halt. Gut. Gut. Ihr kriegt alle Bier. Flens was übrigens. Aber... Lars gibt alkoholfreies Bier. Weil er immer alkoholfreies Bier trinkt. Weil Lars immer trinkt. Alkoholfreies Flens, ey. Blah. Ich hab Flens. Ja. Ich würde sagen, auf dem ersten ziemlich geil gelungenen Take. Guckt dich an, so ein bisschen so wie. So, mega. Jetzt geil, die Kellerszene wird doch bestimmt auch richtig schön düster. Klaus, wie bist du denn eigentlich auf die Location gekommen? Der hast du ja vorgeschlagen. Ja, weil ich hier schon ein paar Mal gedreht habe und weil es hier einfach ist, eine Drehgenehmigung zu kriegen. Was hast du denn hier schon gedreht? Ich habe hier schon 2 Werbevideos gedreht. Darf man da fragen, wofür? Ich rate, Damenbinden. Spaßvogel wie immer. Hm? Nee, ich habe hier einen Werbespot für eine Uhr
Ist hier gedreht worden? Ich glaube, den habe ich in deinem Studio gesehen. Ich glaube, den hast du mir gezeigt, hast du damals die Location gezeigt, das ist richtig? Genau. Ja, genau. Und das andere war ein Männerdeo. The Fresh Maker. Ja, und wie gesagt, hier kriegt man eigentlich ganz gut mal eine Drehgenehmigung, ist kein Problem. Hier stehen einem nicht, zumindest zu dieser Jahreszeit, auch nicht ständig nervige Touristen auf den Füßen. Alles klar. Also, wieso? Weil mich das interessiert hat. Ich meine, das ist ja ganz schon weit weg. Damit sich und das da war eine geile Location. Wusste, dachte ich, hast du vielleicht hier noch irgendwelche Connections oder irgend sowas, was dann, oder ich wusste halt nicht, mit Drehgenehmigung, klar, wenn das super einfach ist, dann sparst du ja auch Geld und so. Na, ich spare deshalb eine Menge Geld, weil man hier nicht viel absperren muss. Wie gesagt, um die Zeit ist hier niemand mehr. Und dann der Campingplatz für die ganze Ausrüstung ist billig. Richtig. Ja, genau. Na, das, ja, das ergibt um die Zeit will niemand auf so einen Campingplatz. Das heißt, man kriegt den quasi fast umsonst. Hm. Ist ja auch ziemlich abgelegen. Ich meine, mit Handyempfang hast du ja auch nur, wenn mal gutes Wetter ist. Hm. Und, außerdem fand ich die Location für euch ganz passend. Ja. Die ist auch ziemlich gut, ja. Ja, die ist mir damals auch empfohlen worden. Aber ich greife halt auch gerne darauf zurück. Ja, eben. Also ich finde die auch cool. Meine Ex-Frau, die ist in der Tourismusbranche. Daher weiß ich sowas. Tja. Und es ist nicht großartig teurer als irgendwas, was man in Deutschland bekommen hätte. Und in Deutschland ist die Bürokratie wesentlich nerviger. Ja. Hast du einfach nicht die Hügellandschaft so mit dem Fallen, das Licht ist ziemlich abgespaced. Ja, das stimmt. Das war beim letzten Mal auch so. Aber nur so ein bisschen, also nicht so extrem, aber letztes Mal haben wir auch im Frühling gedreht. Also Mai, Frühling, ist zu viel gesagt, im Mai. Ja, ist ja Frühling. Wann ist eigentlich Sommerbeginn offizieller? Hä? Wann offiziell der Sommer beginnt? 21. Juni. Ach ja. Wieso? Nur so, ich hatte das gerade nicht im Kopf. Er guckt dich an. Ja, wie auch immer. Ich glaube, also ich weiß nicht, aber hat irgendjemand das im Kopf? Hätte ich das jetzt auch nicht gewusst. Ich meine, mich hat es auch nicht interessiert, aber... Ja, die Frage kam halt gerade so auf. Oder 20. Irgendwann dann. Egal. Spielt keine Rolle. Hat doch mit eurem Video nichts zu tun, Jungs. Nee, das war gerade Konversation. Gut. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt alle gegessen und getrunken. Wir sollten mal weitermachen. Die Grillfackeln waren übrigens deliziös. Danke. Flötet Kater dir entgegen. Genau, das Kompliment an die Küche. So, wollen wir dann wieder hoch, oder was? Nee, runter. Ja, stimmt, runter. Also ich meine hoch. Keller. Wir gehen jetzt zum Lachen in den Keller. Kennst du dich ja mit aus? Ein Spaß!
Gut, auf geht's. Ja, ihr geht in den Keller hinunter. Ihr schafft euren Kram dann in den Kerker rein. Es beginnt wieder diese ganze Aufbausession. Das dauert wieder alles. Also es dauert, bis alles so weit aufgebaut ist, dass ihr wirklich anfangen könnt. Dauert es bestimmt wieder eine Stunde. Und alles so verkabelt ist und so weiter und so fort. Und und dann setzt ihr euch an die Instrumente. Ja. Und beginnt zu spielen. All das soll auch überhaupt kein Problem sein. Ihr fahrt euer Standardprogramm ab. Licht, Ton, alles läuft. Hier hört ihr euren eigenen Sound sogar etwas besser, als ihr ihn oben gehört habt, einfach weil hier kein Wind mehr ist. Hier hört ihr nur den Wind durch die Ritzen streichen. Er heult hin und wieder leise auf. Und nach einer Weile seid ihr fertig. Seht auf, blickt euch um. Mega. Es lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Oh. Ein bisschen muffig, der Keller, ne? Ja, aber hat ziemlich geilen Flair, also... Ich meine... Als du hier so rübergekommen bist und wir zusammen gespielt haben, ich fand das mega cool, so neben den Ketten und so, das ist schon... Gut. Klausner dreht den Kopf zu euch. Und er kommt auf Lukas zu. So, sind wir dann jetzt durch soweit? Klausner? Du denkst wohl, dass das alles so einfach ist, du Bürschchen. Er packt den Kragen. Hey, sag mal! Junge, was ist los? Er scheint unvorstellbare Kräfte zu haben in diesem Moment. Bist du bekloppt? Zieh dich weg. Hey, sag mal! Halt! Er versucht sich irgendwo festzuhalten. Er schlägt dir auf die Hand. Au! Hey, Mann! Bist du bekloppt? Was ist denn hier los gerade? Ich fange an, nach ihm zu schlagen. Wenn es nötig ist, hau ich dem voll einen runter. Das scheint ihn überhaupt gar nicht zu interessieren. Bitte, mach doch mal was! Lukas, du wirst jetzt deine Strafe empfangen. Gib dich hin und bitte? Lass einfach mal deine scheiß Star-Allüren. Alter. Was? Herr Klausner, können Sie doch noch ein bisschen lassen? Hat doch gar nichts gesagt, das war doch alles er cool. Schmeißt Lukas gegen eine Steinwand im angrenzenden. Au! Raum. Ey, du Daniel, bleibst jetzt da! Daniel geht dazwischen so, ey. Gibt's so ein bisschen Entschuldigung mal, was ist denn los mit Ihnen? Lars packt Daniels Hand und reißt ihn zurück. Ich habe gesagt, wir lassen das geschehen. Junge, hast du einen Arsch auf dem? Nein, Lukas, du hast nicht auf verstanden, was hier eingreifen. Losgeht. Ja, dann klär mich mal bitte ganz fix auf, weil das ist nämlich echt assig. Dreht sich in diesem Moment um und hält dir das Bein vor, so du stolperst voll über sein Bein und er gibt dir noch einen zusätzlichen Schubs. Das presst dir die Luft aus den Lungen, als du auf den Boden aufschlägst. Lukas ist diesem Ort nicht gerecht geworden. Und Klauschner, der hier schon viel Zeit verbracht hat und somit reingewachsen ist in dieses Biotop, hat nun das Recht, ihn daraufhin zu maßregeln. Was? Kata kommt rein. Lukas? Die drehen durch, hilf mir!
Klausner dreht sich um, also dreht den Kopf so ein bisschen in Richtung Cutter. Du gehst auf dein Zimmer, Weibsstück. Ey, Alter, Klausner, chill mal. Cutter, geh. Lars, lass mich jetzt endlich los. Sie nickt mit dem Kopf. Ja, natürlich. Verzeihung. Cutter? Sie weint leise und läuft weg. Ich reiß mich von Lars los und geh zu Lukas. Alter, komm mal hier, nimm mal hoch. Komm mal hoch hier. Leute, was ist los mit euch? Dreht ihr durch oder was? Hat den alle den Arsch offen? Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich mir helfen lassen. Die anderen sind gar nicht da. Der Kameramann ist nicht da, der Beleuchter ist nicht da und auch Laura ist nicht da. Du hörst nur noch, als du aus dem Zimmer, also aus diesem Raum rausgehst, das leise Nachhallen von Katas Weinen, die irgendwie auf der Treppe zu stehen scheint. Dann dreht Klausner den Kopf zu Daniel. Junge, ist alles klar bei dir? Wir bezahlen dich hier nicht für irgendeine Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Das tut weh wie Sau. Was erlaubst du dir eigentlich? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Was erlauben sie sich eigentlich? Was soll die Scheiße? Liegt da irgendwo ein Stein rum? Für einen Bediensteten bist du ganz schön frech. Deine Mutter ist frech. Was willst du von mir? Du hast den Regisseur dazu erhoben, deine Geschicke zu lenken und das Bild zu gestalten, indem du nur ein Charakter bist. Nun fügst du dich seinem Urteil. Seid ihr wild? Junge, hast du gekifft? Klausner geht zu dir hin, Daniel, und ich schub den von mir weg. Scheuert dir eine rechts und links. Ey, Alter! Du benimmst dich jetzt. Wie gesagt, liegt da irgendwo ein Stein rum? Das Scheinrad, na, keine großer Stein, eher kleinere Kieselgröße. Na gut, das ist nicht relevant, Bräuni. Jetzt kommen sie mal wieder klar? Haben sie irgendwie das Bier nicht vertragen oder was? Alles klar, wir Lars gehen jetzt tritt dir von raus. Hinten in die Kniekehle, sodass du halt da runterknickst und pack dich dann hinten in die Haare und reißt damit deinen Kopf, dein Gesicht ja, hier auf den Boden. Falsche, Mann. Du verneigst den Kopf, wenn du mit deinem Regisseur sprichst. Bist du bekloppt? Ich schub's ihn weg. Lars kriegt von Klausner einen lobenden Blick, ein lobendes Nicken. Er wird etwas rot. Er weiß noch, was sich gehört für jemanden seines Standes. Und du, er schaut zu Lukas, seit dem Tod deines Vaters habe ich die Verantwortung für dich. Also tust du, was ich sage. Haben wir uns verstanden? Er schüttelt so leicht ungläubig den Kopf. Wir gehen jetzt. Ja, wir gehen jetzt. Komm, Daniel. Lars, lass mich scheiße und lass mich los. Lass mich endlich los, verdammt nochmal! Klausner greift dich wieder am Kragen. Mich? Wir gehen jetzt. Nein, ey. Schleif dich weiter. Verdammt. Schleif dich ans Ende des Ganges. Dort sollte eigentlich eine Tür noch draußen sein, aber da ist keine Tür. Stattdessen geht an der Seite ein weiterer Gang entlang. Nach unten Treppen in den Fels hinein behauen. Komm, lass mich los.
Lukas erstarrt. Ihr hört von unten das Miauen einer Katze. Klausner, lass mich jetzt bitte gehen. Er schleift dich weiter die Treppe hinab. Du beginnst, das Gleichgewicht zu verlieren. Fällst fast. Er hält dich auf. Aber nimm doch keine Rücksicht darauf, ob du dir wehtust dabei oder nicht. Würde ein bisschen jammern. Du stößt gegen Steine, du knickst dir die Hand um, als du versuchst, dich festzuhalten. Es ist nichts gebrochen, aber es tut weh. Und von unten kommt nur ein schwacher, schimmernder Lichtschein. Was wird das? Zieht ihr jetzt keine Psychonummer ab? Hörst du es immer noch kläglich von unten? Das Miauen wird lauter. Allerdings klingt es nicht so zerschunden wie oben auf dem Dach. Und unten kommt ihr in einen Raum hinein. Er ist nicht von einer Tür verschlossen. Ihr geht einfach hinein. Gehauen in den Fels, die Wände sind uneben, es ist ein wenig feucht auf dem Boden. Und an der Wand hängen Spiegel. Keine richtigen Spiegel, keine Spiegel, wenn man sie kennt, sondern Spiegel, die schon sehr, sehr alt zu sein scheinen. Vielleicht Messing, poliertes Metall auf jeden Fall. Und in der Mitte des Raumes steht ein Käfig. Es ist ein sehr altertümlicher Käfig und in dem befindet sich eben jene schwarze Katze, die ihr oben gesehen habt. Aber diese schwarze Katze scheint unversehrt, zumindest bis jetzt. Sie hat Angst, sie duckt sich ein bisschen, der Schwanz peitscht hin und her, das Fell ist gesträubt. Was wird das, wenn es fertig ist? Etwas, das lange überfällig ist. Alter, mach keine Scheiße. Es weiß jeder, dass wir hier sind. Natürlich weiß jeder, dass ihr hier seid. Wenn wir nicht auftauchen, dann rufen die die Polizei. Hör auf, so scheiße zu lachen! Hör auf. Jeder Soldat in diesem Land steht unter meinem Befehl. Glaubst du, es interessiert irgendwen, was du hier treibst? Es weiß jeder, dass wir hier sind. Es gab einen Reporter. Ach, was faselst du da? Was hast du vor? Was faselst du da? Und langsam, aber sicher fängt das Licht an, sich zu verändern in diesem Raum. Es wird ein wenig bläulicher. Und für einen Augenblick habt ihr das Gefühl, die Luft, die ihr atmet, ist unendlich dick geworden. Es ist unendlich anstrengend, sie in die Lungen zu ziehen. Fast habt ihr das Gefühl, ihr würdet ersticken, als müsstet ihr Wasser atmen. Und in den Spiegeln erscheint eine Art See, dem, was ihr draußen gesehen habt, gar nicht so unähnlich und doch vollkommen anders. Denn es scheint ein See im See zu sein, ein See unter Wasser.
Alter. Jetzt lass mich ja die los, verfluchte Scheiße. Du kannst nicht sprechen. Wie du diese Laute aus deinem Mund gekriegt hast, ist dir vollkommen unbegreiflich. Und damit endet der Abend vorher.